In Briglum hat in der Nacht ein Abschleppwagen in der Werkstatthalle eines Autohauses gebrannt. Dadurch wurden 5 weitere Autos und die Halle beschädigt. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen 20.30 Uhr hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung an der Halle entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden 3 weitere freiwillige Feuerwehren nachalarmiert, sagte Kreisbrandmeister Christian Alvertsen am Einsatzort. In einer örtlichen Kfz-Handlung ist es zu einem Schadensfeuer gekommen. Gegen 20.30 Uhr gehen wir von aus, zu einem Schwelbrand, der dann ziemlich schnell erkannt wurde, was auch Glück war, kam es dann zu einer Auslösung durch Leitstelle Nord zu einem Feuer größer Standard. Das ist die örtliche Feuerwehr mit 2 Nachbarwehren in der ersten Phase. Im Nachhinein wurden aber noch 3 zusätzliche Feuerwehren nachalarmiert, da eine große Anzahl Atemschutzgeräteträger gebraucht wurde. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Nach rund einer Stunde hatten sie den Brand gelöscht. Mit einer Seilwinde zogen sie danach den ausgebrannten Abschleppwagen aus der Halle heraus und löschten ihn endgültig ab. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am Morgen noch unklar. Die Kripo nahm noch am Brandort die Ermittlungen auf.